Ich wurde heute Morgen mal gefragt, warum habe ich gerade Nehemia gedacht? Ich sagte, nach prophetischen Themen, nach seelsorgerlichen Themen, wollte ich euch mal zeigen, was wir noch alles tun könnten, wenn wir wollen. Und das, was wir tun können und das, was Gott mit uns tun will, er will uns mit irgendwo einbinden in den Bau seines Reiches. Er will nicht, dass wir nur Konsumenten werden, sondern er will, dass wir ganz tatkräftig zur Seite stehen und mit anderen zusammen Reich Gottes bauen. Und für mich war Nehemia aus meiner Jugendzeit ein Vorbild. In den Krisenzeiten meines Lebens habe ich immer wieder Nehemia gelesen, um mich zu orientieren an den geistlichen Prinzipien dieses Mannes, wie er Reich Gottes gebaut hat. Sicher, wir leben nicht mehr in seiner Zeit, aber wir können aus dem Worte Gottes Prinzipien, Leitlinien nehmen, an denen wir uns orientieren können. Und so versuche ich, dieses Thema durchzuarbeiten mit euch. Es sind mehrere Kapitel, mehr als 10 Kapitel. Ich habe die Kapitel dann so eingeteilt, dass wir sie dort in 10 Tage durchnehmen können. Und das Generalthema dieser sämtlichen 10 Tage heißt Christsein mit Profil. Ein Christ, der ein profiliertes Leben hat, etwa so wie ein guter neuer Reifen, ja, der haftet am Boden. Du fährst sicher, weil du einen guten Reifen hast. Und ganz besonders, wenn es draußen Matsch ist oder Schnee oder Eis, dann bist du ganz besonders angewiesen auf einen guten, profilierten Reifen. Und so braucht die Endzeitgemeinde Christen, die Profil zeigen. Nicht ein leichtes Christleben, so ein Cola Light, so ein Leben, dass man nur vom Spaß lebt und nur von Action und nur von dem, was einem wirklich gefällt, sondern dass unser Leben wirklich Tiefgang hat, dass unser Leben etwas zum Ausdruck bringt von dem, was Christus sich gedacht hat von seiner Gemeinde. Am heutigen Morgen will ich euch die 10 Wesenszüge eines geistlichen Führers zeigen. Weil ich hoffe, dass ihr diese Kassetten mitnehmt in eure Gemeinden und dass auch die geistlichen Führer der unterschiedlichen Gemeinderichtungen sich mal hinsetzen und hören und einfach mal überlegen, Mensch, wie sieht mein Leben aus? Habe ich diese Wesenszüge? Weil ich aus der Praxis der Gemeindearbeit erlebt habe, viele geistliche Führer haben sich zu Machtmenschen entwickelt in den Gemeinden. Anstatt zu führen durch Dienen, sind sie Machtmenschen geworden. Und sie knechten die Gemeinde. Ich versuche euch zu zeigen, 10 Wesenszüge am heutigen Tag, wie ein Christ sein sollte. Sicher auch du kannst morgen ein Führer sein. Und deshalb ist es so gut, wenn man sich übt in dem, was Christus von uns erwartet. Keiner wird von heute auf morgen Führer, sondern jeder wächst heran. Und ich zeige euch anhand dieses Mannes, Nehemia, wie Gott sein Leben gesegnet, geprägt hat und wie er ihn dann zum Segen gesetzt hat. Wir lesen dazu Gottes Wort. Ich nehme mir die Zeit, das ganze erste Kapitel und inklusive aus dem zweiten Kapitel die ersten 8 Verse zu lesen. Weil in diesen sämtlichen Versen, in diesen 19 Versen, haben wir 10 Wesenszüge. Maria sagte mir, könntest du nicht weniger, nur 5, dann kann man leichter behalten. Ich sage, in dieser eine Stunde kann man schreiben. Ich versuche euch systematisch einen nach dem anderen zu sagen. Und wenn ich aus Übereifer etwas vergessen habe, dann könnt ihr mich erinnern. Also, das habe ich nicht aufgeschrieben, Nummer 2 oder Nummer 5, was war, da kann man das immer ein- oder nachholen. Wir lesen Gottes Wort. Dies sind die Geschichten Nehemias, des Sohnes Hachalias. Es geschah im Monat Kislev, im 20. Jahre, dass ich zu Susa auf dem Schlosse war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda, und ich
Und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entronnenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, welche nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort im Lande in großem Unglück und in Schmach, und die Mauern der Stadt Jerusalem sind zerbrochen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Als ich dies hörte, setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach: Ach Herr, du Gott Himmels, du großer und schrecklicher Gott, der du den Bund und die Barmherzigkeit denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du hörest das Gebet deines Knechten, dass ich nun vor dir bete Tag und Nacht für die Kinder Israel, deine Knechte, und womit ich die Sünde der Kinder Israel, die wir an dir begangen haben, bekenne. Ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben gar verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechte nicht befolgt haben, die du deinem Knechte Mose gegeben hast. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knechte Mose verheißen hast, indem du sprachst: Wenn ihr euch versündigt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr aber zu mir umkehrt und meine Gebote befolgt und sie tut, wenn ihr dann schon verstoßen werdet bis an der Himmelende, so würde ich euch doch von dannen sammeln und euch an den Ort bringen, den ich erwählt habe, dass mein Name da selbst wohne. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, die du durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand erlöst hast. Ach Herr, lass doch deine Ohren aufmerken auf die Gebete deiner Knechte, welche begehren, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knechte heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich des Königs Mundschenk. Es geschah aber im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Artasasta, als Wein vor mir stand, nahm ich den Wein und gab ihm den König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Da sprach der König zu mir: Warum siehst du so übel aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr und sprach: Der König lebe ewig, warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo der Begräbnisplatz meiner Väter ist, Wüste liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind. Da sprach der König zu mir: Was forderst du denn? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels und sagte dann zum König: Gefällt es dem König und gefällt dir dein Knecht, so sende mich nach Juda, zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, dass ich sie wieder aufbaue. Da sprach der König zu mir, während die Königin neben ihm saß: Wie lange wird die Reise währen und wann wirst du zurückkommen? Und es gefiel dem König, mich hinzusenden, nachdem ich ihm eine bestimmte Zeit angegeben habe. Und ich sprach zum König: Gefällt es dem König, so gebe man mir Briefe an die Landpfleger jenseits des Stroms, dass sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Auch ein Brief an Asaf, den Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gebe für die Balken der Tore der Burg, die zum Hause Gottes gehört, und für die Stadtmauer und für das Haus darein ich ziehen soll. Und der König gab sie mir, dank der guten Hand meines Gottes über mir. Soweit Gottes Wort. Christsein mit Profil. Ein Leben, das Jesus Christus verherrlichen soll. Ein Mensch, ein Mann,
der Charakter hat. Ein Mann, der anders wie lebt als die anderen Menschen. Und ich habe bei einem jeden Thema, für einen jeden Tag immer wieder entdeckt, was Nehemia losgelassen hat, um so ein Mann zu werden. Denn immer wieder, wenn ich sage, ich will ein geistlicher Mann oder eine geistliche Frau sein oder werden, dann hängt das immer wieder mit Loslassen. Ich werde versuchen, jedes Mal am Ende zu zeigen, den Preis, den wir zahlen. Ich zeige euch am Anfang, wie Nehemia war, und am Ende euch zeigen, was er losgelassen hat. Wo hat er einen Preis bezahlt, damit er zu so einem Mann kommen kann? Denn es kostet etwas. Nachfolge kostet. Nachfolge im 21. Jahrhundert ist nicht mit Spaß verbunden. Nachfolge heißt, alle meine Reservate gebe ich Gott hin. Ich lege alles ab, was ihm nicht wohlgefällig ist. Und desto mehr wir uns mit Gott beschäftigen, desto mehr wir ihn kennenlernen, desto mehr werden wir entdecken, was wir zu loslassen haben. Dass wir jetzt den geschichtlichen Hintergrund verstehen, wir sind im Jahre 445 vor Christi Geburt in einer Residenzstadt, in einem Ferienhaus des Königs, des Machtmenschen, des Mannes, der Nummer eins war in der Welt. Der Mann heißt Artasasta. Er hat 40 Jahre regiert und in seinem 20. Regierungsjahr, im Monat November, Dezember, im Jahre 445 vor Christi Geburt, geschieht etwas, sage ich mal, nicht Wichtiges. Der Mann, der in Susa als ein ganz vornehmer Mann ist, eine ganz feine, noble Stellung, hat das Vertrauen des Königs, er ist Mundschenk, das heißt, er muss jedes Mal den Wein kosten, damit man ja nie den König vergiften soll. Und der Mundschenk, der Vertrauensmann des Königs, der hat Besuch. Sein leiblicher Bruder und noch etliche Männer aus Juda kommen in die Hauptstadt des Imperiums, im Persischen Reich. Und dieser Mann tut eine Frage stellen. Und die Frage löst in seinem Leben ein, sage ich mal so, ein heiliges Durcheinander. Dieser Mann wird ab dem Augenblick verändert. Ab dem Augenblick erlebt Nehemia, was es heißt, Gott legt mir eine Last aufs Herz. Nehemia übersetzt ins Deutsche heißt, Gott hat getröstet. Wir müssen jetzt, dass wir das, den Namen verstehen, uns versetzen in die Zeit seines Vaters. Als Nehemias Vater geboren wurde oder gelebt hat, hat man in Jerusalem den Tempel neu aufgebaut. Wir schreiben das Jahr 515 vor Christi Geburt, etwa 70 Jahre nach der Zerstörung des Tempels. Im Jahre 515, nach Unterbrechungen, im Ablauf von 20 Jahren, wurde der Tempel neu gebaut. Etwas kleiner als das erste Tempel. Und in dieser Zeit wird Nehemia geboren. Und der Vater tut seinem Sohn den Namen, Gott hat getröstet. Warum getröstet? Weil er Jerusalem sich ist, oder seine Stadt Jerusalem wieder sich erbarmt hat. Er hat uns wieder den Altar geschenkt, er hat uns wieder den Tempel geschenkt. Hanani heißt, Gott ist gnädig. Das ist der Name des Bruders. Und bemerkt, wie der Vater in seine Söhne hineinschreibt, Heilsgeschichte Israels. Gott wird sich erbarmen oder hat sich erbarmt. Gott ist gnädig. Und diese Kinder, geschützt oder in diesem Segen des Vaters, erleben jetzt
wie Gott sie gebrauchen will, wie Gott in ihrem Leben etwas tun möchte. Und die Frage, wie geht's den Gefangenen in Jerusalem und wie geht's der Stadt Jerusalem, hat sein Leben verändert. Oft, wenn wir Fragen tun, wie geht's dir, kann es sein, dass wir eine Antwort erhalten, die uns derart durcheinander bringt, dass wir neu eine neue Beziehung zu einem Menschen entwickeln, dass wir beginnen, uns zu identifizieren mit dem Freud oder mit dem Leid und beginnen jetzt in dem Herzen zu brennen. Und das ist das Erste, was ich unterstreichen möchte, wenn ich sage, ein geistlicher Führer muss ein brennendes Herz haben, eine brennende Liebe für Menschen. Das Erste, was mir auffällt im zweiten Vers, er tut eine Frage und die Frage löst einen Sturm. Wie geht's meinen Brüdern, den Gefangenen? Und die Antwort ist niederschmetternd. Sie leiden Schmach und Schande. Und die Tore Jerusalems sind verbrannt. Frage an uns. Ich versuche alles auf uns zu übertragen. Haben wir ein Auge für die Brüder, ein Auge für die Gemeinde? Oder sind wir nur als Meckerer da? Das ist nicht gut, jenes ist nicht gut, das könnte verändert werden, das geht in eine falsche Richtung. Oder sind wir wirklich da, um zu brennen in unseren Herzen und zu überlegen, wie kann ich mit meiner Wenigkeit, mit den wenigen Gaben, die ich habe, mich in das Reich Gottes mit einbinden lassen, damit Gemeinde Jesu gestaltet wird, geprägt, damit Gemeinde Jesu verändert wird. Ein Mann, der in seinem Herzen beginnt zu brennen. Die Tore Jerusalems sind verbrannt, die Mauern sind zerstört. Für Jerusalem war die Mauer Schutz. Für Jerusalem war die Mauer, das werden wir später sehen, Abgrenzung. Sie haben sich ein Stück abgeschottet von denen, die von draußen in die Stadt hereinkommen wollten. Zu Zeit und zu Unzeit, am Sabbat und nicht am Sabbat, am frühen Morgen und später am Abend. Für Israel war die äußere Mauer immer wieder ein Stück Geborgenheit. Sie wussten, innerhalb der Mauern Jerusalems sind wir geborgen. Bei uns heute im 21. Jahrhundert kann es auch vorkommen, dass die Mauern niedergerissen wurden, dass viel Schutt da ist. All das Alte, das brauchen wir nicht mehr. Wir verändern oder verwechseln oft Tradition mit den Werten. Ich meine, Tradition kann man ab und zu nehmen und auf die Seite tun und sagen, man hat es so getan, das kann man ändern. Über Form kann man sich streiten. Bei Form und für Formen kämpfe ich kaum. Aber für Inhalte, für Werte, da kämpfe ich. Wir erleben oft eine Generation, die sagen, wir wollen all das Alte nicht mehr. Und sie werfen das Kind und das Wasser mit. Sie schütten alles weg. Und dabei müsste man das Kind behalten. Werte bleiben unverändert über Jahrtausende. Formen kann man ändern, wie man Brotbrechen feiert oder wie man eine Taufe gestaltet, wie die Hochzeit mal stattfinden soll, wie die Räume gestrichen sein sollen, wie die Sitzordnung in der Gemeinde sein soll, wie die Bänke oder Stühle sein sollen. Darüber kann man sich streiten und oft entstehen Spaltungen aus dem Grunde. Das sind unwesentliche Randerscheinungen in der Gemeinde. Was zählt, ist die Werte. Die Sünde hassen, Christus verherrlichen. Ein Auge für die Mission, ein Auge für die Diakonie. Das sind Werte, an die halten wir fest.
in der Heiligung voranzuschreiten, auf die Wiederkunft des Herrn zu warten, in der Bereitschaft zu sein, Reich Gottes zu bauen, das sind Werte, die bleiben und die dürfen wir nicht aus dem Hause oder aus der Gemeinde heraus. Wir erleben eine Leidenschaft für Jerusalem, eine brennende Liebe für das Volk Gottes. Und ich wünsche es mir. Ich brauche das. Und eins ist mir aufgefallen bei diesem Mann, dass er das nur in der Hingabe erlebt. Denn das, was er jetzt tut, nachdem er das gehört hat, er entwickelt als zweites eine leidenschaftliche Hingabe. Er ist ein ganz angesehener Mann. Er könnte ganz ruhig leben und könnte sagen, also die sind selber schuld, die sind Faulpelze, die müssen mal selber etwas tun. Aber nein, er tut primär das, was er tun kann. Er kann nicht nach Jerusalem ziehen. Aber das, was Nehemia jetzt tut, er entwickelt als nächstes, und das ist ein geistliches Markenzeichen für einen Führer, er entwickelt eine Leidenschaft in der Hingabe. Und das, was er jetzt tut und was er tun kann, er beginnt zu beten und zu fasten. Wir können Gemeinde Jesu nicht von heute auf morgen verändern. Und wir sagen es immer wieder unseren Schülern, wenn sie zurückgehen in die Gemeindegründungsarbeit oder in die Gemeindearbeit. Leute, wir haben euch gezeigt, erklärt, wie Gemeinde Jesu funktioniert im 21. Jahrhundert. Eine Bitte haben wir. Macht keine Revolution in der Gemeinde. Nehmt nicht die Alten und holt sie heraus und macht eine Reform da, sondern verändert die Gemeinde von innen nach außen, indem ihr fastet und betet. Da erlebt man selber Veränderung. Da holt man nicht die Alten heraus, die nicht mehr predigen können, die nicht mehr Gemeindearbeit tun können, sondern man sagt, nein, wir versuchen Jung und Alt zusammen am Strick zu ziehen. Wir wollen Gemeinde Jesu bauen. Wir wollen uns aber verändern lassen. Nehemia nimmt das Leid des Volkes Gottes und macht es zu seinem Leid. Und wenn du nicht bereit bist, Leid zu tragen, dich mit dem Leid des anderen zu identifizieren, dann taugst du nicht für die Reich Gottes Arbeit. Und wenn du drin bist, dann bist du am falschen Platz. Weil Leid uns verändert. Ich blicke zurück. Ich wurde in den letzten 6, 7 Jahren viel mit Leid konfrontiert und nicht mit anderem Leid. Damit kannst du schon leichter zurecht. Ich habe das Leid an meiner eigenen Haut, in meinem eigenen Haus erlebt. Und Gott hat mich in diesen Jahren mehr verändert als irgendeine Hochschule. Ich habe mich beworben in Korntal für ein Master, für 1,5 Jahre, 3 Semester. Ich wurde zugelassen. Ich hatte den Termin ausgemacht, Quartier ab 2000, alles bis ins Detail geklärt, Einbürgerung und alles geplant in der Familie und haben gesagt, dann ziehen wir, dann werden wir eingebürgert, dann tue ich in dem Einbürgerungsjahr die Schule und nachher das zweite, das dritte Semester tue ich etwas später. Alles bis ins Detail besprochen und jetzt nimmt mich Gott in eine andere Schule. Das ist die Leidensschule. Er hat gesagt, Didi, du brauchst kein Diplom. Ich nehme dich in eine Schule und ich mute es dir zu, dass du mit Leid zurechtkommst. Und seit 4 Wochen hat Gott mir noch etwas zugemutet. Er sagte, jetzt geht's Maria einigermaßen gut. Du hast wieder Pufferspeicher da und jetzt gebe ich dir ein neues Leid aufs Herz. Du sollst es tragen. Und wenn du heute Morgen dieses Gebetsanliegen hast, Herr, mach mich wie Nehemia, ein Mann, der in der Bresche steht, ein Mann, der zwischen Himmel und Erde ringt für Gemeinde Jesu, dann wird Gott dir viel Leid zumuten. Und wenn du dann schreist wie ein Weltmeister und sagst, nein, dann musst du es überlegen, ob du es ernst meinst in deinen Gebeten
oder nicht. Vor 4 Wochen hatte ich ein Gemeindepraktikum mit unseren Schülern aus dem ersten Jahrgang und wir gingen an die Donau. Wir sagten, das ist Überschwemmungsgebiet, im Katastrophengebiet wollen wir evangelisieren. Wir gingen primär mit dem Gedanken, Evangelium zu verkündigen, wo noch keine Gemeinde Jesu ist. Und wir wurden überwältigt von dem Elend und dem Drama an der Donau. 15.000 kaputte Häuser. Die Leute schlafen im freien Himmel auf Matratzen, etliche in Container, etliche in Zelten. Und die Mutigen haben es gewagt, in ihren kaputten Häusern, in irgendein Zimmer, das einigermaßen steht, dass sie dort unterkommen und sich schützen vor der Kälte, vor dem Regen. Und wir haben dieses Drama gesehen. Und aus einer Woche wurden fast 4 Wochen. Wir haben jetzt begonnen, 15 Häuser aufzubauen, von null bis zu dem Dach, und die Regenzeit hat schon begonnen. Willst du Leid tragen? Nicht nur Leid tragen, sondern ein leidenschaftlicher Mann in der Hingabe. Ein Mann, der beginnt zu beten. Und Nehemia war ein Mann des Gebets. Ich habe mal überlegt, ich soll über die Gebete Nehemias, es sind 11 Gebete, dass wir über diese 11 Gebete mal uns Gedanken machen. Ich werde heute, weil das ausführlicher beschrieben wird, es auch etwas detaillierter euch durchgeben, wie ein Mann Schwerpunkte in seinem Gebetsleben legt. Aber Fakt ist eins, Geschwister, Nehemia will sein bequemes Leben aufgeben. Nehemia beginnt zu beten und zu fasten. Und Nehemia kommt und schreit zu Gott. Ich komme zu dem dritten wichtigen Gedanken. Im 4. Vers, im 2. Teil, wird uns gesagt, der Mann hat ein anhaltendes Beten. Er beginnt zu beten, Tag und Nacht. So sagt er uns dann weiter in seinem Gebet, wo er zu Gott schreit. Er bleibt nicht da. Er sagt, Herr, Tag und Nacht, Vers 6, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht. Ihr solltet es wissen, bei mir klingt es auch, wenn ich im Zimmer bin oder in meiner Tasche klingt das Telefon. Und die Anrufe kommen aus dem Katastrophengebiet. Ich habe die Probleme mitgenommen und leite jetzt die Baustelle von Deutschland aus Wildberg aus. Tag und Nacht. Ein Mann betet. Ich hätte es mir gut machen können, bleibt mit euren Sorgen, mit eurem Elend, mit euren Problemen, aber ich kann nicht. Weil ich weiß, wenn wir sie in den Stich lassen, haben die Leute keine Chance. Der Staat hat sie in den Stich gelassen. Wenn wir sie auch noch im Stich lassen, dann sagen sie, ihr seid auch nicht besser als die anderen. Brüder und Schwestern, anhaltendes Beten. Und der Herr Jesus hat uns einmal gelehrt, so zu beten, indem er uns eine Witwe gezeigt hat, eine nicht geschützte Frau, ein Geschöpf in Israel, ausgesetzt einem ungerechten Richter, einem Menschen, der Macht hat, der tun kann, was er will, ganz besonders mit einer Witwe. Und diese Frau, das zeigt uns der Herr Jesus, hat zu ihm geschrien Tag und Nacht. Und der Richter sagt, dieser ungerechte Richter, ich will endlich Ruhe. Und wisst ihr, der Herr Jesus sagt uns, bete so, wie diese Frau. Stürme den Gnadenthron Gottes, Tag und Nacht. Und wenn du leidest, weil deine Gemeinde eine weltliche Gemeinde ist, wenn du leidest, dass deine Gemeinde keine Vision mehr hat für Mission oder nicht mehr richtig Israel einstufen kann, auch ganz besonders in dieser Zeit, wenn du bemerkst, deine Gemeinde wird ganz liberal und hat nicht mehr Werte und vermittelt Werte, dann sage ich dir etwas, beginn zu weinen, beginn zu beten und beginn zu fasten. Ich frage dich, wann hast du das letzte Mal gefastet? Wichtig, wenn wir das bei Nehemia sehen,
ein anhaltendes Beten. Er betet, er fastet, er kämpft. Er wäre fast in die Depression geraten, aber Gott hat ihn durchgetragen. Er hat ihm eine Last auferlegt. Er hat ihm vieles zugemutet, aber er wusste, der Nehemia wird der Mann sein, der sich gebrauchen lässt. Als nächstes, als viertes, entdecke ich im sechsten Vers, ist der Mann ein in der Selbsterkenntnis aufrichtig. Aufrichtige Selbsterkenntnis. Dieser Mann stellt sich unter die kollektive Sünde seines Volkes Israel. Er ist nicht geboren in der Zeit, wo Daniel geboren wurde. Er hat die ganze Zeit nicht gekannt, das Drama des Sündigens, aber er kommt in seinem Gebet und er sagt, ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Ich frage den Nehemia, Nehemia, wann hast du gesündigt? Wie ist deine Sünde? Wie meinst du das? Bist du ernst? Bist du ehrlich? Oder tust du, als ob so ein frommes Getue da? Aber er meint es ganz ernst, ganz ehrlich. Ich und mein Haus haben auch gesündigt. Nicht die anderen sind die Schuld. Ich habe auch gesündigt. Und das, wenn wir da sind, wo wir jetzt sind, dann ist es nur, weil wir versagt haben. Der Mann, der zu Gott schreit, mit Gott redet und in dieser Erkenntnis seiner selbst bekennt er auch, wo sein Leben nicht in Ordnung ist oder wo das Leben seiner Väter, seiner Brüder, seiner Geschwister nicht in Ordnung ist. Das brauchen wir. Ich bleibe jetzt bei diesem vierten Gedanken etwas länger. Ich habe zwar bemerkt, die Kassette wurde schon umgedreht. Und ich möchte euch zeigen, ein Gebet. Ein Inhalt des Gebets eines Mannes, der gelernt hat, mit Gott zu rechnen, der gelernt hat, zu beten. Und ich sage es, beten und beten ist immer zwei Paar Schuhe. Es sind manche Gebete, die kommen dank der Lautstärke bis zur Decke. Es sind Gebete, die man vielleicht überhaupt nicht hört, wahrgenommen hat. Und die Gebete dringen durch bis zum Gnadenstuhl. Es geht um den Inhalt. Was bete ich, wenn ich bete? Wenn ich bete, worum dreht sich mein Gebetsleben? Dreht sich dauernd um die Krankheit meiner Frau? Dreht sich dauernd um meine äußeren Belangen, um meine Probleme, um meine Arbeitsstelle? Es kann sein, das Gebet wird manchmal erhört. Es kann sein, dass das Gebet man hat sich von der Seele was gesagt, aber es ist nichts mehr. Nehemia, wenn er betet, hatte im Mittelpunkt Gott und nicht sein Problem. Genau nach dem Prinzip des Vaters Unsers. Vater Unser, der du bist im Himmel. Es steht nicht geschrieben ganz am Anfang, unser täglich Brot gib uns heute. Steht nicht das geschrieben, zuallererst. Wir beten wie die Weltmeister um Brot, um Arbeit, um Gesundheit, dass alles in Ordnung sein soll. Und der Herr Jesus oder der Heilige Geist zeigt uns, es geht vordergründig in meinem Gebet um Gott. Deshalb betet er ganz anders. Ach Herr, und jetzt stellt er Gott vor. Gott des Himmels, du großer, du schrecklicher Gott. Du, der du den Bund hältst, die Barmherzigkeit bewahrst. So stellt er Gott vor. Er redet in seinem Gebet über Gott. Und er stellt uns Gott vor. Er kennt Gott, das will ich unterstreichen. Ein Mann, der Gott kennt. Und weil er dann kennt, erkennt er sich und kommt in dem Gebet zu Sündenbekenntnis. Sündenerkenntnis und Sündenbekenntnis. Das ist alles drin in seinem Gebet. Und in seinem Gebet fällt mir auf, im achten Vers, gedenke aber doch des Wortes,
dass du deinen Knecht Mose verheißen hast. Das heißt, Nehemia kennt Gottes Wort. Er beruft sich auf Gottes Wort. Herr, du hast gesagt, wenn wir jetzt beten, wenn wir uns demütigen, wenn wir uns vor deinem Angesicht beugen, wirst du dich unser erbarmen. Frage an uns, leben wir im Gottes Wort? Kennen wir überhaupt Gottes Wort? Oder hören wir nur ab und zu von Gottes Wort etwas? Der Mann, der Gottes Wort kennt, er kennt das Wort Gottes und er kennt aus dem Worte Gottes, kennt er die Ziele Gottes mit seinem Bundesvolk Israel. Wir hören es auch jeden Abend in dem 5. Buche Mose, Gott hat ein Ziel mit Israel. Und wir entdecken aus dem ganzen Gebet, wo er und wie er jetzt mit Gott ringt und betet, entnehmen wir, welche Ziele Gott für sein Volk hat. Er will sie in eine äußere Ruhe führen, er will sie in ein Land führen, wo Milch und Honig fließt, aber im Gegenzug erwartet er von ihnen Liebe, Treue, Hingabe. Das steht geschrieben im 5. Vers, wo er sagt, die dich lieben und deine Gebote halten. Das erwartet Gott von uns. Er erwartet Liebe, er erwartet von uns Treue, er erwartet von meinem Leben Hingabe. Und wenn das alles in Einklang mit dem Willen Gottes ist, dann kann Reich Gottes gebaut werden. Dann sind wir Gottes Mitarbeiter. All das bringt der Mann Nehemia als Paket mit in sein Gebet. So betet er. Und weil er so betet, weiß er, Gott kann Wunder wirken. Deshalb komme ich zu dem 5. Gebet ist mit Glaube verbunden. Deshalb als 5. ein erwartungsvoller Glaube. Nicht nur, ich hoffe, dass Gott mich auch erhören wird, sondern hier ist ein Mann in seiner Erwartung, weiß er, Gott wird mein Glauben belohnen. Er wird ihn nicht beschämen. Deshalb betet er im 11. Vers, ach Herr, lass doch deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, welche begehren, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knechte heute gelingen. Da ist Glaube vorhanden. Da ist nicht einer, der... Ich sage, ich habe gebetet, aber ich weiß, dass Gott mich nicht erhören wird. Sondern der sagt, ich habe gebetet und ich weiß, Gott wird mich erhören. Warum? Weil er mir eine Last aufs Herz gelegt hat und weil er sich in dieser Situation verherrlichen will. Jetzt komme ich zu dem, weil ich zu dem Vers auch ankomme, am Ende vom 11. Vers, entdecken wir, was er zahlen will, um zu solch einem Mann zu werden. Ich sagte, ein profiliertes, geistliches Christenleben verlangt von uns, dass wir immer wieder auf den Altar etwas hintun und opfern. Und was er jetzt am ersten Tag opfert, ist im 11. Vers ganz schön und klar uns gesagt, es ist seine Sicherheit. Ich könnte es mal unterstreichen, er gibt seine falsche Sicherheit auf oder gibt sie ab. Er ist Mundschenk des Königs, hat einen guten Job, gut bezahlten Job. Er hat praktisch das, was er braucht, was sich manch einer nur wünscht und träumt. Und er sagt, ich bin bereit, das zu zahlen. Das werden wir bemerken jetzt im 2. Teil, im 2. Kapitel werden wir das lesen. Nehemia ist bereit, seine Sicherheit hinzugeben. Es ist genau das, was der Herr Jesus uns verlangt, wo er die Prinzipien der Nachfolge in Matthäus 16 uns zeigt und sagt. Im Matthäusevangelium, im 16. Kapitel, sagt er uns dann, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und das ist, was Christus uns verlangt. Wir sollen uns verleugnen. Wie tut er es jetzt? Konkret, indem er seine Sicherheit hingibt.
Mundschenk des Königs, ja, ein guter Job, gut bezahlter Job, aber jetzt will ich in die Mission. Denn das, was kommt, ist einfach Mission. Wir sind jetzt bei dem nächsten Gedanken. Wir versuchen uns mit dem sechsten Wesenszug zu beschäftigen, zu vertiefen. Und es ist halt so, es sind in der Zwischenzeit 4 Monate vergangen. Denn das, was jetzt kommt, ist 4 Monate später. Es wird uns gesagt, es geschah aber im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Artasasta, als Wein vor mir stand. Es ist etwa Mitte März. Im 20. Jahre des Königs, 4 Monate später, im Monat März, als Neujahr war, als er den Wein dem König geben musste, bemerkt er, dass der König, oder bemerkt der König, dass Nehemia traurig ist. Der Mann, der traurig ist, hat sich innerlich in diesen 4 Monaten des Wartens, und das ist schwer, nichts tun als nur beten, fasten, weinen, über Jerusalem nachzudenken. 4 Monate Zeit zu überlegen, was könnte ich für die Stadt tun? Was könnte ich für mein Volk tun? 4 Monate mit dieser Last durch die Gegend zu gehen und der König bemerkt, du bist nicht krank. Nehemia, du bist nicht krank, was ist mit dir los? Und er sagt ihm, ja, Nehemia, ich habe es bemerkt, du hast ein betrübtes Herz. Das ist die Diagnose des Königs im 2. Vers. Ich möchte diese ganze Spannung, diese ganze Situation Nehemias mit etlichen Worten umschreiben und euch sagen, bedingungslose Nachfolge. Herr Jesus, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Ich will den Preis zahlen. Und wenn du mich ins äußerste Afrika schicken willst, dann will ich hingehen. Und wenn du mich irgendwo, egal wo, Herr, hier bin ich, sende mich. Das ist der Mann. Er bindet Nachfolge nicht an. Wenn du mir gibst, wenn du mich segnest, wenn du mir hilfst, wenn ich ein Auto habe, wenn ich ein Haus habe, wenn ich gesund bin, dann will ich dir nachfolgen. Sondern der Mann leidet, hat diese Leidenschaft und Gott kann ihn gebrauchen. Ein betrübtes Herz in der Neujahrsnacht, wo man ja nur Stimmung haben müsste, wo man das Alte vergisst und wo man sich ausrichtet auf etwas Neues, wo man einfach glücklich sein dürfte. Da kommt ein Miesmacher und macht Miststimmung und der König, der sieht das und der König darf nicht mit seinen Launen dazu kurz kommen. Der muss immer wieder auf dieser Gefühlsduselei-Ebene, es muss ihm immer gut gehen. Und da ist einer, der tut so, als ob 7 Tage Regenwetter wäre. Und der König sagt, also Mann, was ist mit dir los? Und jetzt entdecke ich etwas Gewaltiges. Dieser Mann betet. Es ist sein 2. Gebet. Es ist ein ganz kurzes Gebet. Wenn wir im 1. Gebet wissen, dass er mit Gott spricht, dass er ihn kennt, dass er weiß, Gott ist gegenwärtig, dass er weiß, er kann mit Gott über Probleme reden, er kann ihm das Wort sagen und sagen, du hast es gesagt. Wenn wir all das mal jetzt durchgegangen haben, so in Kürze, bemerken wir jetzt etwas Gewaltiges. Nehemia betet ganz anders wie. Er ist, sage ich so, im Zimmer des Königs, der König will trinken. Er sieht den Mundschenk, der ist ganz traurig, er bemerkt, er ist nicht krank, denn sonst würde er seine Probleme haben, dann würde er nicht gehen können. Er bemerkt, es ist etwas in seinem Herzen, das er bewegt und mit dieser Spannung jetzt muss Nehemia leben. Wenn der König mich sieht, kann es sein, ich bin ein toter Hund. Und jetzt tut der König ihm die Frage, Nehemia, was ist mit dir los? Er muss jetzt dem König antworten. Und er sagt, der König lebe ewiglich. Warum soll ich nicht traurig sein?
Jerusalem hat zerstörte Mauern, verbrannte Tore. Mein Volk, und er identifiziert sich mit dem Volke Gottes, mein Volk leidet. Mir geht's so gut. Ich lebe in einem Palast und mein Volk haben kein Haus, keine Häuser. König, wie soll ich nicht traurig sein? Und in dieser Situation tut Gott ihm, dem König, jetzt eine Last aufs Herz. Was soll ich für dich tun? Jetzt sagt uns Gottes Wort, ich habe gebetet. Vers 5, da flehte ich zu Gott des Himmels und sagte dann dem König. Ich frage euch jetzt, ist er in die Nebenzimmer gegangen, auf die Knie und hat gebetet? Hat er dem König gesagt, lass mich noch fasten und beten und ich sage dir morgen die Antwort?